Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und heute zeige ich dir, wie du dir so ein Spannsystem für deinen Arbeitstisch selber bauen kannst. Nicht jeder hat die Möglichkeit, dass er einen Tisch in seiner Werkstatt hat, der ein Lochraster hat, wo er sich was einspannen kann. Deswegen habe ich mir eine Lösung gesucht, wie ich so ein Spannsystem realisieren kann, ohne meinen Tisch kaputt zu machen. Gut, um den Tisch wäre es jetzt nicht wirklich schade, aber es ist halt der einzige, den ich im Moment habe. Ich habe mir dadurch jetzt dieses Spannsystem gebaut und wenn dich interessiert, wie ich das gemacht habe und wenn du auch sowas haben möchtest und dir das selber bauen möchtest, dann bleib einfach dran. Nach dem Intro geht's gleich los. Bis gleich. Für das Projekt habe ich mir das jetzt relativ einfach gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich lasse mir die Siebdruckplatte im Baumarkt direkt zuschneiden. Die sind 1,40 mal 10 cm. Warum die Größe? Ganz einfach, 1,40 ist mein Tisch hier und dann kann ich die links und rechts aufspannen und kann dann den ganzen Tisch zum Arbeiten nehmen und habe keine Schraubzwingen im Weg oder ähnliches. Das war natürlich super. Ich bin im Baumarkt gegangen, habe gesagt 1,40 mal 10 cm. Frag den noch, wie genau schneidet ihr zu. Nicht, dass es jetzt für das Projekt wichtig wäre, dass es genau ist. Aber er sagt Millimeter genau. Jetzt habe ich die Leisten ausgemessen und sehe, die sind genau 1,40 mal 95 mm, also 9,5 cm. Für das Projekt, wie schon gesagt, unerheblich. Aber wenn ihr irgendwann einmal im Baumarkt euch Sachen zuschneiden lasst, dann messt es bitte gleich vor Ort aus, weil wenn das für eine Schranktür ist oder sowas, dann wäre das, glaube ich, nicht witzig, wenn man dann daheim erst sieht, dass die Maße nicht passen. So, also das Projekt ist ja so, dass ich zwei dieser Leisten habe, die ich mir beide dann hier auf den Tisch aufspannen will. Und jetzt, das Erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich jetzt hier einfach mal die Löcher anzeichne, wo dann gebohrt wird. Mehr Sinn macht das Ganze natürlich mit einer Ständerbohrmaschine, weil ich kann jetzt nicht sagen, ob die hundertprozentig gerade sind, die Löcher, und es ist halt einfach nur eine Behelfslösung. Aber es geht, weil diese ganze Spannvorrichtung ist eine Behelfslösung. Das heißt, es geht ja darum, dass wir uns eine Werkstatt aufbauen wollen hier und dafür reicht es. Die Hinterseite ist nicht so schick wie die Vorderseite, weil hinten ist mir jetzt fast bei jedem Loch was ausgebrochen. Das stört mich aber nicht, weil es ist eine Spannvorrichtung, die wird sowieso so rum auf dem Tisch liegen, also von daher stört es mich nicht. Als Nächstes werde ich mir jetzt mit der Oberfräse hier die Kanten anfasen, weil die Siebdruckplatte ist doch relativ scharf, da kann man sich schnell verletzen. Kanten anfasen, einmal um die Löcher rumfahren und dann werde ich es ein bisschen anschleifen, dass es schön weich ist und dann ist es eigentlich auch schon soweit fertig. Dieses Teil. Ach so, bevor ich es vergesse, habt ihr eigentlich den Kanal jetzt schon abonniert? Weil ihr wisst es genau, wenn ihr jetzt erst das Video bis zum Ende schaut, zum Schluss kommen wieder irgendwelche Videovorschläge, dann vergesst ihr das Abonnieren und dann verpasst ihr das nächste Video. Ich glaube, das kann nicht in eurem Sinn sein. Also ihr wollt mit Sicherheit das nächste Video auch sehen. Deswegen am besten jetzt sofort gleich Kanal abonnieren. Dankeschön.
So, damit haben wir jetzt das Teil fertig. Ich habe das natürlich zweimal, ne? Logisch, weil ich möchte es ja dann nebeneinander machen. Also ich habe mir das zweimal gebaut. Und als nächstes machen wir jetzt die Spannelemente dafür. Was brauche ich jetzt für die Spannelemente? Also ich mache mir jetzt einmal jeweils für jede Leiste so einen Stoppblock. Das heißt einfach nur einen Block, der dann da oben drauf steckt, wo ein Brett angespannt wird. Und auf der anderen Seite, ich möchte mir jetzt nichts Kompliziertes bauen. Ich möchte mir jetzt nicht irgendwie was mit so einer Ratschenfunktion oder sowas bauen, sondern ich möchte einfach nur mir so einen Exzenterhebel bauen. Das heißt, ja, ihr seht es ja eh gleich. Ich habe jetzt in der Werkstatt noch so einen Rest von einer Buchenleimholzplatte gefunden. Das nehme ich jetzt für die Spannelemente her. Da schneide ich mir jetzt einmal zwei Rechtecke runter für die Stoppblöcke. Und für die Extenderspanner male ich mir jetzt da mal eine Form auf und schneide mir die dann zu. Ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert, aber das sehen wir gleich. So, also soweit schaut es jetzt schon ganz gut aus. Bei den Rechtecken werde ich wahrscheinlich dann früher oder später irgendwie verschiedene Größen noch machen, weil ich habe einen festen Lochabstand von 10 cm und irgendwann kommen mit Sicherheit die ersten Sachen, die ich da festklemmen will, die vor der Größe halt einfach nicht passen. Deswegen brauche ich da wahrscheinlich dann längere, breitere. Keine Ahnung, das sehe ich aber mit der Zeit erst. Was ich jetzt als nächstes mache, ist, ich habe hier einen Bucherundstab mir besorgt, 20 mm stark. Den werde ich jetzt in die verschiedenen Spannelemente einbohren, einlassen, wie auch immer. Bei den Rechtecken ist es kein großes Problem, da kommt er einfach in die Mitte. Bei den Exzentern habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das heißt, also ich weiß, dass er nicht genau in die Mitte kommt, weil ansonsten spanne ich da nichts damit. Also er muss mit Sicherheit irgendwie an die Seite und ich glaube, ich setze den jetzt einfach gleichmäßig so ein bisschen da oben in die Ecke hin. Das wird jetzt mein Versuch. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann mache ich es halt nochmal. Aber wir versuchen das jetzt erstmal so. Ach so, für die Tiefe, also in diese mit dem Forstnerbohrer einlassen tue ich das jetzt mal so eine Forstnerbohrertiefe so ungefähr. Und die Länge der Stifte, die ich da runterschneide, mache ich, naja, eben die Tiefe, die ich da einlasse, plus die Stärke der Siebdruckplatte, abzüglich ein paar Millimeter, dass halt nicht unten rausschaut, weil ich will sie auf den Tisch festspannen. Also gut, los geht's.
So, das war es jetzt eigentlich. Soweit ist es fertig und es funktioniert auch. Ich zeige euch das jetzt mal. Also es ist einfach nur am Tisch festzuspannen. Hält super fest, wenn es festgespannt ist. Die Spannelemente, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich habe die jetzt gerade nochmal so ein bisschen angeschliffen, weil das ist ein 20er Rundstab und ich habe genau 20er Löcher. Dass das nicht richtig 100% passt, ist klar. Aber wenn ich jetzt einen 19er Rundstab nehme, dann wäre es zu locker. Deswegen habe ich jetzt einfach nur ein bisschen angeschliffen. Jetzt gehen die schön straff rein, halten, wackeln, nichts. Super, genauso wie man es vorgestellt. Was halt schön ist, du machst deinen Tisch nicht kaputt dabei und wenn du die Arbeit fertig hast, dann nimmst du die Dinger, hängst sie an die Wand und das ist verräumt. Super, klasse. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, dass ich mir wahrscheinlich da verschiedene Größen machen werde. Ich zeige euch jetzt auch, warum ich mir da verschiedene Größen machen wollte. Wenn ich das jetzt reinmache, dann kann ich hier gar nichts spannen. Selbst wenn ich die jetzt in die Richtung drehe, dann reicht es einfach nicht aus. Ich kann das Brett nicht festspannen. Deswegen hätte ich jetzt mir hier verschiedene Größen gemacht. Was ich aber jetzt mir einfach überlegt habe, viel einfacher ist, ich lege mir einfach irgendeine Distanzleiste dazwischen und dann kann ich das hier festspannen und da bewegt sich nichts mehr. Das funktioniert prima, das ist richtig geil, genauso habe ich mir das vorgestellt. Was ich euch auf jeden Fall zusätzlich noch empfehlen würde, baut euch so eine Vorderzange dazu. Also ist ja völlig unabhängig davon jetzt, aber wenn ich keinen richtigen Tisch habe, wo ich was festspannen kann, dann habe ich immer, dann fehlt mir immer irgendwo eine Hand. Ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, wie ich die Haken, die Bankhaken hier geschliffen habe, weil ich kann es halt einfach prima einspannen und mache das Ding. Das Video, wo ich die gebaut habe, verlinke ich euch oben in der Ecke. Könnt ihr euch mal anschauen, vielleicht ist es was für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr sagt, okay, das war Blödsinn, was er gemacht hat, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Mich interessiert es, ich würde mich gern verbessern, ich würde Videos gern machen, die euch gefallen. Deswegen wäre es für mich schön, wenn ihr es unten einfach reinschreibt, was nicht gut war, wenn was nicht gut war und was ich verbessern kann, wo es vielleicht schöner laufen kann. Genau, wenn ihr mich unterstützen wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich ein paar meiner Werkzeuge verlinkt, ich habe ein paar Sachen verlinkt. Wenn ihr da draufklickt, das sind Affiliate-Links teilweise, das heißt, ihr kommt dann auf die Seite von Amazon beispielsweise und wenn ihr dort dann was kauft, dann bekomme ich ein paar Prozent davon. Ihr würdet mich dabei unterstützen, dass ich den Kanal weiter aufbauen kann, würde mich halt einfach sehr freuen. Wenn ihr es bis jetzt hier durchgehalten habt, dann seid ihr sehr, sehr tapfer gewesen. Dann freue ich mich, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Holzbastler.